Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute ein ganz anderes Video für euch, denn ich glaube, das ist der erste DM-Haul, den ich auf meinem Kanal gemacht habe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich so zwischendurch immer mal ganz gerne kaufe, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Es gibt einige Videos, die immer wieder angefragt werden. Schminksammlung, Haul, Live-Update, Spill the Tea. Heute möchte ich den ersten Schritt in die richtige Richtung machen und euch das geben, was ihr haben wollt. Und das ist tatsächlich mein Haul. Und ich musste die letzten Tage wieder in die Drogerie gehen. Ich war bei Rossmann, ich war bei DM und habe tatsächlich ein paar Produkte gefunden, die ich immer wieder kaufe oder die komplett neu sind. Bevor wir loslegen, habe ich eine kleine Sache für euch als Team Günstmaus. Und das ist das, was mir die letzten Wochen und Monate ziemlich viel Geld gespart hat. Und zwar habe ich mich mit ShopTagger zusammengetan. ShopTagger ist eine Erweiterung, die ihr bei Google Chrome oder aber auch als App einfügen könnt. Und ihr könnt damit, und das ist so krass, ihr müsst euch einfach nur anmelden, dann könnt ihr diesen Button da hinzufügen auf eurer Seite. Und dann könnt ihr auf eine Webseite gehen. Ich habe es jetzt hier bei ASOS gemacht, weil ich die Tasche eigentlich ganz cool fand. Und ihr könnt die dann hinzufügen. Und sobald die Tasche reduziert ist oder wieder vorrätig ist, weil sie ausverkauft war oder so, kriegt ihr eine Benachrichtigung und könnt das Produkt kaufen. Und es gibt auch noch, mega cool, Team Günstmaus ist shaking, eine Möglichkeit, Coupon-Codes einzulösen. Es gibt eine komplette Liste, da könnt ihr eingeben, auf welcher Seite ihr seid. Und dann werden euch alle Coupon-Codes angezeigt, die es da gibt. Und damit kann man richtig Geld sparen. Ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen viel zu viel Geld für Shopping ausgegeben, aber auch einiges gespart. Und so macht das ja dann auch eigentlich ziemlich viel Spaß. Also, ich setze euch alles zu ShopTagger einmal unten in die Infobox. Schaut da mal vorbei. Es kostet nichts, sich dabei anzumelden. Ich verdiene auch nichts daran, wenn ihr euch anmeldet oder so. Aber es ist eine coole Sache, einfach um ein bisschen Geld zu sparen, falls ihr mal wieder shoppen wollt. Und jetzt ist ja bald Black Friday und Sommersale und man braucht ja immer auch wieder neue Klamotten. Aber ich möchte jetzt tatsächlich zu dem DM-Haul kommen. Und zwar habe ich wieder ein paar Produkte gefunden, die ich absolut jedes Mal immer wieder erneut kaufe. Und ein paar neue Produkte. Manche Produkte werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben aus dem Video von Mittwoch. Das verlinke ich euch einmal hier in dieser Ecke. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da ging es nämlich um das neue Essence-Update. Da habe ich ein paar Produkte hier. Und ich möchte euch jetzt hier die Produkte zeigen, die ich noch zusätzlich gekauft habe. Ich fange, glaube ich, an mit den Produkten, die ihr schon kennt. Und für ein anderes Video kaufe ich auch gleich noch die neuen Produkte aus dem neuen Essence-Sortiment. Ich habe jetzt schon hier die neue Palette. Die anderen kennt ihr ja schon. Das waren hier die Sally Paris und Olario Palette. Aber die neue aus Bangkok, die kennt ihr noch nicht. Das ist einmal hier die Essence Savadi Bangkok Eyeshadow Palette. Ist eine richtig, richtig schöne Warmtone Palette. Ich habe auch einen Look mit geschminkt. Eine Farbe ist so ein bisschen schwierig, das ist dieses Braun hier. Es ist nicht dunkel genug für mich persönlich, aber eine richtig schöne Alltagspalette und für den Preis wirklich, wirklich gut. Genauso wie der Lippenstift. Das ist der Perfect Shine Lipstick in der Farbe Perfect Moment und Freunde. Das ist nur so ein ganz, ganz leichter Tint, den man sich auf die Lippen geben kann. Man kann es aber auch aufbauen. Ich finde es aber schön über so einem Lippenbalm einfach so ein bisschen rüber und dann sieht die Lippe gleich ein bisschen voller aus und der Mund ist ein bisschen frisch. Dann habe ich ein Produkt, was ich nicht so oft kaufe, aber ab und zu, weil es einfach sehr, sehr praktisch ist für mich, wenn ich Videos drehe. Und das sind diese Abschminktücher. Das sind die erfrischenden Reinigungstücher von Balea. 3 in 1 reinigen sanft, verleihen ein frisches Hautgefühl. Ohne Alkohol, ohne Ethanol und 10% Aloe Vera. Und ich habe das Problem bei Abschminktüchern, dass es mir zu doll an der Haut reibt. Aber für zwischendurch mal die Lippen wechseln oder meinen Pinsel auch schnell grob sauber machen, sind die bombastisch gut. Kostet nicht viel. Abschminken würde ich mich damit nicht, aber ansonsten eine richtig coole Sache. Einfach auch mal für zwischendurch oder um das Handy sauber zu machen oder den Bildschirm oder die Kamera oder den Tisch. Ich habe hier nämlich immer also ein Paket am Tisch liegen und wenn ich abends dann essen möchte hier am Tisch mit Danny, mache ich damit auch manchmal den Tisch sauber. Wir haben wieder Besuch. Ich habe einen dicken, fetten Brummer hier gerade und ich weiß nicht, woher er kommt. Er wird wahrscheinlich ab und zu mal durchs Bild fliegen. Dann lasst ihn doch ein Like da für die kleine Fliege, die freche Maus da. Weiter geht es mit einem meiner absoluten Favorite-Produkte. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es mit Sicherheit schon mitbekommen. Aber es gibt ein einziges Lippenprodukt, was ich immer kaufe. Ich esse diese Dinger gefühlt auf und das ist von Lovely, der Lip Balm. Das ist das Produkt aus der Reihe, was für mich am allerbesten funktioniert und ich auch ganz viel Feedback von anderen bekommen habe, dass sie es auch lieben.
Da ist Manuka-Honig mit drin und das ist nicht so wie bei Labello beispielsweise, dass wenn man irgendwann aufhört damit, dass die Lippen dann irgendwie krustig werden und man dann gezwungen ist, immer wieder raufzugehen. Kostet, glaube ich, 1,95 Euro. Mega, mega gutes Produkt. Ich mag den Geruch, ich mag den Geschmack, ich mag das Finish. Ich habe es jetzt auch drauf gehabt. Also es gibt so einen, wie so einen leichten Gloss-Effekt und dann in Kombination mit dem Lippenstift ein super, super natürliches Ergebnis. Und für den Preis kann man in die Handtasche packen. Ich habe, glaube ich, 3 Stück in jeder Tasche, die ich aktuell so trage, habe ich immer ein, dass ich unterwegs, jetzt wo es gerade so ein bisschen ekliger wird draußen, ein Labello bzw. ein Lovely Lip Balm dabei habe. Okay, ich habe endlich hier den neuen Superstay Concealer gefunden. Die Foundation war ja schon wirklich ziemlich gut. Ich habe gleich erstmal den Concealer eingepackt. Ganz neu und das habe ich auch noch nicht gesehen und den möchte ich ausprobieren in den nächsten Videos. Vielleicht habt ihr auch das schon gesehen, ich weiß es noch nicht, ich produziere ja nämlich gerade so ein bisschen vor. Und das ist von Maybelline, der Superstay Full Coverage Under Eye Concealer. Ich habe ihn schon einmal benutzt und ich muss sagen, bis jetzt gut. Das ist ein Concealer, der kommt nämlich in so einer Tube und hat ein ganz spannendes Füßchen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber das ist eher so ein bisschen flach und man kann damit wirklich sehr, sehr gut unter die Augen gehen. Bin ich gespannt, was der so kann. Kriegt ihr auf jeden Fall ein Update. Aber so ab und zu ein bisschen Make-up muss ja auch mit. Seid ihr auch so, dass ihr in die Drogerie geht, einfach nur um Klopapier zu kaufen? Und ganz doof, dass die Make-up-Theke ja dann auf dem Weg liegt und man kann nicht vorbeigehen. Fliege geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich hoffe, sie ist nicht zu oft durchs Bild geflogen. Aber ja, das ist so mein Life irgendwie. Klopapier kaufen und dann mit 100 Euro Drogerieartikeln raus. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls ihr das auch kennt. Dann war ich bei Rossmann und ich weiß gar nicht, ob es sie auch bei DM gibt. Das ist eine Handcreme und das ist die beste Handcreme auf der ganzen Welt. Ich habe sogar eine Doku darüber gesehen. Es gibt eine Doku über diese Handcreme, dass ganz, ganz viele Asiaten nach Deutschland kommen und diese Handcreme kaufen. Das ist die Camille Hand- und Nagelcreme. Das ist die beste Handcreme überhaupt. Es riecht ein bisschen nach Kamille. Ich mag den Geruch sehr gerne. Ich liebe auch Kamillentee, komischerweise. Und die pflegt. Ich gebe mir abends ganz, 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 ganz dick davon auf die Hände, weil ich habe halt echt nicht so schöne Hände, weil ich halt meine Hände sehr, sehr oft wasche und die Haut dadurch ein bisschen trockener ist. Damit funktioniert das gut. Es gibt ja auch in einer kleinen Größe, auch die habe ich in einer kleinen Größe in meiner Handtasche, in meiner Umhängetasche, in meinem Rucksack. Richtig gut, probiert die mal aus, falls ihr die noch nicht kennt, aber ich glaube, die kennt mittlerweile eigentlich jeder. Dann habe ich neulich was Spannendes gesehen und zwar, ich stehe auch so ein bisschen auf diesen Bushy Brow Look und ich benutze da immer ein Brow Gel. Aber es soll eine viel, viel bessere Möglichkeit geben und vor allen Dingen eine günstigere Möglichkeit. Und das ist von Gatubi der Kleber. Ich benutze ja sonst auch immer das Haarspray, auch das habe ich neu gekauft, weil das hält wirklich bombenfest. Egal, ob Männlein, Weiblein, divers. Bestes Haarspray der ganzen Welt. Es hält. Das habe ich früher mal benutzt, als ich noch so wirklich so spiky Haare hatte. So nach oben und so einzelne. So richtig 90er-like mäßig gemacht. Aber damit soll man durch die Augenbrauen gehen. Und dann hat man wirklich einen buschigen Augenbraueneffekt. Auch das werde ich ausprobieren. Ansonsten für euren Mann, für euren Sohn, für euren Partner, für euren Bruder. Gutes Gel. Und das beste Haarspray. Eine Contouring-Palette, ich habe die ja jetzt schon ein bisschen ausprobiert, ist die Essence Contouring-Palette. Auch die ist neu im Sortiment und ich muss sagen, ich liebe diese Palette. Ich liebe die Farbe, ich habe die Lighter Skin-Palette, die hellere, es gibt auch noch eine dunklere. Und die Kontur damit ist so wunderschön. Es lässt sich richtig gut verblenden. Selbst auf einer nicht ganz so perfekt gesetteten Base sitzt das Produkt wie eine 1. Bin ich gespannt, wie sie sich so im Langzeittest hält. Ich habe sie jetzt noch nicht wirklich den kompletten Tag getragen, aber so ein Konturprodukt verschwindet ja nicht einfach. Es ist ja kein Lippenstift oder so. Da ich ja einen sehr, sehr großen Pinselverschleiß habe, beziehungsweise einen ich mache meine Pinsel schmutzig Verschleiß habe, brauche ich Pinselseife und ich benutze eigentlich immer die von Luvia, aber die, die ich haben wollte, gab es gerade nicht und deswegen war ich bei DM und dachte mir, komm, okay, nimmst du gleich eine Seife mit und da gebe ich euch den Tipp, wenn ihr wirklich Geld sparen könnt, kauft euch so eine Seife. Ich lege darauf Wert, dass die Verpackung aus Papier ist und nicht aus Plastik. Ich probiere so viel es geht und ich tue wirklich mein Bestes, um auf Plastik zu verzichten und kaufe dann Seifen, die mit Papier umwickelt sind beispielsweise. Das ist der Shit, um die Pinsel sauber zu machen. Und ich finde, dass das die beste ist, um die Pinsel sauber zu machen von diesen harten Seifen, von diesen Handseifen. Die soll auch mit Moisturizer sein.
Ich glaube, mein Pinsel braucht keine Feuchtigkeit, aber ich wasche mir damit auch manchmal die Hände. Ne? Also das ist gar kein Problem. Finde ich gut. Kostet 45 Cent, 55 Cent. Ist nicht viel Geld und eine gute Sache. Ich probiere mich ja gerade so ein bisschen mit Plastik zu reduzieren, aber ich habe noch kein festes Duschgel gefunden ohne Plastikverpackung, was mir vom Geruch und von der Reinigungskraft gefällt. Und deswegen musste ich leider wieder eine neue Cremedusche mitnehmen. Und die ist jetzt hier von Balea und das ist die Vanille- und Kokoscremedusche. Und ich bin ein kleines Pina Colada-Mädchen. Ich liebe es, auch wenn ich Pina Colada nicht trinke, sondern immer so Virgin Colada. Kokos und Vanille. Dieses Ding, falls ihr euch jemals gefragt habt, wie riecht Maxim eigentlich? So, ich habe tatsächlich ein Parfüm, was nach purer Vanille riecht. Und mein Shampoo für die Haare riecht nach Kokos. Und wenn ihr dann an mir vorbeilaufen solltet, rieche ich genauso. Früher haben die mich tatsächlich extrem ausgetrocknet, aber irgendwas haben sie neu gemacht in der Formulierung und jetzt steht auch drauf Aquacell Soft Trademark mit Feuchtigkeitsformel. Ich finde tatsächlich, dass man einen Unterschied auf jeden Fall merkt. Meine Haut fühlt sich danach nicht mehr so trocken an. Und ich muss nicht unbedingt noch mit einer dicken Feuchtigkeitscreme rüber. Ich mache es trotzdem immer, aber wenn es mal schnell gehen muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass meine Haut gleich abbröckelt und vertrocknet. Ich probiere mich ja auch gerade so ein bisschen im Eyeliner ziehen und ich habe ganz viel Gutes hiervon gehört. Und das ist der Maybelline Tattoo Liner. Der soll 36 Stunden halten. Ich bin der Letzte, der 36 Stunden mit einem Eyeliner durch die Gegend rennt. Aber der soll gut sein, die Spitze soll gut sein, man soll damit sehr, sehr gut klarkommen. Und wenn es ein gutes Drogerieprodukt gibt oder ein anderes Produkt zu dem Benefit Roller Liner, der bombastisch gut ist, damit kriege selbst ich halbwegs einen Wing hin. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht, wo er ist. Bin ich dabei. War ein bisschen teurer, 8,95 Euro ungefähr, aber wenn meine Kollegen sagen, dass das Produkt gut ist, dann vertraue ich denen. Ich meine, die machen das Ganze ja auch, weil sie ein bisschen davon Ahnung haben. Und ein anderes Produkt, und ihr seht mich vielleicht im Moment ganz oft auf Instagram mit einer schwarzen oder mit einer grünen Maske oder einer Kurkuma-Maske. Und dazu kaufe ich immer eine Maskenbase. Das ist diese hier. Das ist jetzt von Sheridans, die Feuchtigkeitsmaske mit Soforteffekt. Soll die Feuchtigkeit der Haut erhöhen. Ist mir in dem Moment ein bisschen egal, weil ich habe nicht so super trockene Haut im Moment. Aber das ist eine gute Grundlage, um eine Maske anzumischen. Und ich mische da Matcha-Tee rein, ich mische da Aktivkohle rein, ich mische da Kurkuma rein, ich mische da ein Öl mit rein, ich mische da Hyaluronsäure mit rein. Alles, was ich gerade so ein bisschen brauche. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das regelmäßig mache, und ich mache es entweder jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sieht meine Haut overall viel, viel besser aus und viel, viel gesünder. Und ja, die Giftstoffe durch die Aktivkohle werden rausgezogen, beziehungsweise alles, was auf der Haut drauf liegt, wird weggemacht. Ganz leicht peelt es so ein bisschen beim Abwaschen. Ist es eine Riesenschweinerei im Bad, aber der Effekt ist ziemlich, ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich lieb's. Und ich glaube, das sind alle Produkte, die ich aktuell neulich gekauft habe. Ich bin gespannt, ob ihr Spaß an solchen Videos habt. Ich finde das mega entspannt, einfach shoppen zu gehen und es euch dann zu zeigen und so ein bisschen zu erzählen, warum ich das Ganze einfach gekauft habe. Ich habe jetzt gleich noch mit meiner Mutter ein kleines Date und wir werden zusammen ein bisschen was essen und schnabbern und shoppen. Und apropos shoppen, denkt an Shoptagger, ich setze euch alles unten in die Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, weil Team Günstmaus ist ja nicht tot. Team Günstmaus ist ja immer noch da. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich sage, passt auf euch auf. Bis zum